Willkommen zurück bei Demon's Souls, liebe Freunde, wo wir uns weiter in den Steinfangkatakomben umsehen, um uns tatsächlich zum Flamelurker, ja, den wir ja schon erledigt haben, aufzumachen, besser gesagt zu seinem Kaltstein. Und ihr habt gesagt, hier durch die Nebelwand ist der weitere reguläre Weg, das wusste ich nämlich nicht mehr. Dann können wir uns hier einmal weiter auf der Brücke, oder besser gesagt diesen kleinen Steinfaden umsehen, wo ja auch das ein oder andere Item noch liegt. Die haben wir ja letztes Mal nicht alle mitgenommen, es gab ja noch einen anderen Weg. Das schauen wir uns diese Folge an. Wie gesagt, wenn wir schon mal hier sind, da seht ihr ja, da blinkt noch was. Ach, hier ist sogar wieder eine Echse, die ich ja wahrscheinlich wieder nicht erwische. Habe ich ja in letzter Zeit kein Glück mit. Nein, natürlich läuft's außer Range, ist natürlich sonnenklar. Was ist hier? Oh, hier treffe ich. Unglaubliche Dinge spielen sich ab. Und da kriege ich dann auch große Hartsteinscherbe und Rheinsteinscherbe. Na, immerhin. Endlich mal wieder so eine Echse hier weggefrackt. So, da liegt auch noch Loot. Das können wir ja alles, ach, da ist auch noch so ein Explofie. Ja, das müssen wir natürlich wegbolzen, das machen wir dann am besten von vorne, wobei eventuell hier von hinten wird es auch gehen, aber dann wird das Wegrollen nachher, wenn es explodiert, ein bisschen tricky. Von daher lassen wir das erstmal und gucken uns hier mal fix um, denn hier oben waren wir ja, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch noch nicht. Ne, da blinkt es auch noch. Dann können wir hier nämlich, Alter, was qualmen denn hier meine Socken so? Ist ja unglaublich, hier die ganzen Schuhe qualmen, der Staub, der aufgewedelt wird, ist mir vorher noch nie so aufgefallen. So, dann haben wir das auch. Hier geht's auch nicht weiter. Ja, wie gesagt, hier haben sie richtig viel Zeug in das Gebiet halt reingepackt. Keine Ahnung warum. Ist aber einfach so. Und wer sich fragt, gestern war ja nochmal die Dark Souls Beta. Die habe ich nicht nochmal gespielt. Denn ich dachte, es wäre von 20 bis 23 Uhr. Aber es war tatsächlich von 8 bis 11 Uhr morgens. Ja, da hatte ich einen kleinen, tja, Zeit-Fail. Deswegen habe ich die zweite Runde der Beta nicht nochmal gespielt. Also da gibt es halt keine neuen Infos. Ich hoffe einfach mal, es war nichts Neues zu spielen. Wenn doch, tja, ich habe es leider nicht nochmal gespielt. Schade. Wie gesagt, warten wir halt auf den Release oder ob es nochmal eine Beta gibt oder sowas in der Richtung. Man weiß es nicht. So, was gibt's hier? Hier gibt's nichts außer gähnende Leere, Absturz in die Tiefe. Ja, da vorne ist ein Item, das holen wir uns gleich. Da können wir dann runtergleiten. Ja, über das Item geht das, glaube ich, am besten, wenn ich das in Erinnerung habe. Aber ich glaube, wir holen uns hier erstmal den Blinke-Gegenstand. Der ist ja noch relativ offensichtlich. Auch nur eine Heldenseele. Naja, können wir irgendwann wirklich mal plöppen, wenn wir leveln wollen oder müssen. Beziehungsweise zum Reparieren. Ach so, ja, jetzt kommen wir zur Vorderseite von diesem lustigen, dicken Wurm. Der natürlich auch am Ende wieder explodiert. Das heißt, da haben wir natürlich hier nicht viele Ausweichmöglichkeiten. Ja, wie gesagt, da vorne können wir runterspringen, uns das Item holen. Das machen wir gleich. Machen wir jetzt erstmal hier tatsächlich das Vieh kaputt. Ja, diese Loren kriege ich leider nicht weg. Die stehen irgendwie nur im Weg. Nehmen wir mal die Axt in beide Hände und, aua, gucken mal, ob wir das Ding hier penetrieren können. Ja, das scheint zu gehen. Dumm nur, dass es mich jedes Mal penetriert und ich nicht außer Reichweite komme. Ich nehme jetzt mal ein Gras, nicht, dass mich das Ding hier noch gleich anspringt oder so. Ja, wir kommen nicht so schnell aus der Animation raus, weil die Axt so schwer ist, die hält uns unten, bis wir die wieder hochgehoben haben. Hat uns das Vieh schon einmal mit dem Stachel getroffen. Das heißt, ich könnte es nur einhändig machen und dann blocken, aber naja, wie gesagt, wir wollen das Sichelmondgras ja eh loswerden. Es heilt ja nun mal nicht mehr. Ach, was macht er denn jetzt? So viel, als dass es sich wirklich lohnt. Jetzt fängt das Ding ja auch noch an zu tanzen. So, jetzt mal hier Fersengeld geben. Uiuiuiui, es explodiert. Lass mich in Ruhe. Genau, explodier bitte woanders, aber nicht hier. Dann können wir da vorne nämlich, hat das Ding jetzt nichts gedroppt? Ja, das hat nichts gedroppt, weil es ist da kaputt. So, aber hier lag noch ein Drachenstein, der lag ja auch vorher da schon. Tja, schade, das Ding hat irgendwie nichts gedroppt. Dann können wir uns hier jetzt mal, glaube ich, von hier in den Tod stürzen. Beziehungsweise, nee, wir machen das von... Von hier ist ein bisschen knapp, glaube ich. Wir machen es von da drüben. Da ist nämlich auch noch das Geländer weg, wie man da sieht. Dann können wir uns da nämlich runterfallen lassen. Ich glaube, das ist der sicherere Weg. Dann können wir nämlich hier runter. Ich hoffe, das geht jetzt so einigermaßen. Ja, es funktioniert wunderbar. Dann können wir uns hier den Gegenstand nämlich auch noch mitnehmen. Nochmal ein Ephemeren-Augenstein. Und da vorne liegt auch noch was, aber da ist eine Lücke zwischen. Beziehungsweise, ich glaube, sogar ein Höhenunterschied, den man nicht sieht. Aber da kann man einfach, glaube ich, hier lang. Ja, und hier wird jetzt stehen, lass dich runtergleiten. Das machen wir auch einfach mal. Dann können wir nämlich hier vorne den Gegenstand auch nochmal mitnehmen. So, klappt ja wunderbar. Was haben wir denn hier? Dunkel-Dreieck-Schild plus 2. Ja, werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. So, mal hier rüber.
Aber für die Sammlung können wir es in die Truhe packen. Das schadet ja nur auch nicht. Und dann können wir jetzt auch zurück, denn jetzt haben wir hier zumindest in dem ganzen Gangkonstrukt, glaube ich, alles mitgenommen. Ich habe auch, hoffe ich, nichts übersehen. Dann können wir uns jetzt in das Tunnelsystem durch das Foggate machen, was ja der weitere Weg zum Boss ist. Und der ist ziemlich tricky und verwinkelt. Da habe ich mich auch regelmäßig drin verlaufen. Ich kann mir einfach nicht merken, wo ich lang muss. So, gucken wir einfach mal. Wie gesagt, hier ist es auch noch gut hell erleuchtet und man sieht was, aber das wird sich auch gleich hier relativ zügig ändern. Jetzt zum Beispiel schon, denn jetzt spaltet sich der Weg auf, nach links und nach rechts. Achso, beziehungsweise hier rechts können wir, glaube ich, erstmal nur looten. Was haben wir denn hier? Erstmal hier ein bisschen Platz machen. So, was haben wir hier? Sageumwobene Soldatenseele. Ja gut, nehmen wir mit. Ach, geh weg, lass dich einfach an der Wand hängen, hier die Deko. So. Und ja, hier geht's weiter. Ah, hier habe ich ja schon wieder ängstliche Probleme, weil ich einfach wieder vor die Wand hau. So, der Weg spaltet sich jetzt hier nochmal auf. Links erleuchtet, rechts stockduster. Ja, und ich weiß auch nicht mehr, ob hier irgendwelche Löcher im Boden waren. Und wie ihr seht, man kann hier keine 3 Meter weit gucken. Das ist ein bisschen unschön. Jetzt muss ich hier ganz langsam durch die Gegend gurken. Was haben wir hier? Ach, da vorne ist ein Wurm. Ja, genau. Ich glaube, die Wege kommen hier wieder zusammen. Hier links geht es nämlich ja auch rein. Und da würde ich von dem anderen Weg rauskommen. Das heißt, ich kann jetzt hier mal probieren, ob das Ding eventuell hier reinkommt. Beziehungsweise, ob ich das hier treffe überhaupt. Nee, natürlich nicht. Hier schon wieder einfach die Wand im Weg. Und ach, das ist doch alles scheiße, liebe Freunde. Ich weiß schon, warum ich den Shortcut immer nehme. Ey, Alter, guckt euch das doch einfach mal an. Ich treffe das Vieh noch nicht mal. Und von oben treffe ich es auch nicht mit R2, weil ich einfach vor die Decke hau. Rechts die Wand und oben die Decke. Also völlig eingekesselt. Ja, nö, geht nicht. Ja, dann müssen wir nochmal zurücksprinten und den anderen Gang nehmen. Um gucken, ob der vielleicht ein bisschen größer gebaut ist. Oh Gott, das ist ja hier die reinste Katastrophe. Ja, wie gesagt, für alle, die sich das hier nicht geben wollen, wie gesagt, 2 Folgen vorher, beziehungsweise 3 Folgen, glaube ich, dann jetzt mittlerweile schon, gibt es ja den Shortcut in aller Kürze. Ohne diese engen Gänge des Todes, ohne diese Kackviecher. Und dann ist man auch wesentlich schneller beim Boss. Wie gesagt, wenn man jetzt die beiden Folgen zusammenrechnet, knapp 30 Minuten oder 40 Minuten regulärer Weg und irgendwie 10 Minuten Shortcut. Also, Alter, das hat halt schon Vorteile. Aber wie gesagt, wenn man halt einmal die Items hier mitnehmen möchte zum Upgraden, was es halt so gibt im Spiel, empfehle ich es halt schon einmal zu machen. Allerdings, glaube ich, fällt das dann unter die Kategorie einmal und nie wieder. Ich weiß nicht, wer sich das hier freiwillig gibt. Also, ich muss es nicht haben. Alter, jetzt treffe ich diesen Kackwurm nicht. Oder ich renne jetzt nochmal andersrum, denn er ist jetzt also halb hier im Gang. Eventuell bin ich schneller und kann dann von hinten drauf bolzen. Wenn er da so halb jetzt in diesem Gang drin ist, dann komme ich hinter das Vieh und kann von hinten draufhauen. Eventuell mache ich da auch mehr Schaden. Ach, jetzt ist es schon wieder umgedreht. Ach, Kacke, geht auch sterben. Aber dann kann ich einfach mal hier auf die Seite bolzen. Einfach rein, gib ihm. So, komm, nochmal. Oh, jetzt muss ich mal das Schild schon mal in beide Hände, in die Hand nehmen, damit ich hier den Schaden blocken kann. Ach ja, welche Wand trifft natürlich? Nein, weil das Ding nämlich, Alter, explodiert. Natürlich, und das möchte ich dann doch mal bitte ganz gerne blocken. Gut. War ausreichend entfernt, von daher nichts passiert, alles schick. Perfekt. Und dafür gibt es Drachenstein. Oh Gott, was tut man nicht alles für Steinchen? Unglaublich. So, was haben wir hier? Hier geht's irgendwo nach unten. Jetzt ist die Frage, hier geht's, glaube ich, nach rechts oder links. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ach, da ist noch so ein Vieh. Oh Gott. Ja, wunderbar. Dann trifft mich das natürlich auch wieder. Ach, wie schlecht, ey. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, diese Viecher hasse ich wie die Pest. Einhändig kann ich das ja noch irgendwie blocken, aber mit beiden Händen geht das ja, Alter, dann auch nicht. Und wobei, blocken kann ich es auch nicht. Ach, ich mag die nicht. Geht doch weg, ey. Vor allem, man kann ja hier eben auch nicht rumzirkeln, weil die Dinger einfach in so einem engen Tunnel sind. Wahrscheinlich haben die den Tunnel hier gegraben mit ihren lustigen Beißwerkzeugen. Ey, jetzt mache ich 14 Schaden. Das gibt's doch nicht. Hallo? Was ist da los? Ach, jetzt treffe ich schon wieder nicht. Ja, das ist doch jetzt nicht dein fucking Ernst, dass ich hier 14 Schaden auf dem Kopf von dem Vieh mache. Alter Schwede, ey.
Ja, ich glaube, das ist jetzt hier nicht der beste Plan, das Vieh kaputt zu machen. Das hat irgendwie gerade wenig Wert. Oh, 112. Was ist denn da kaputt? Ich habe mal getroffen. Ach, das ist doch... Ich glaube, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt. Ich nehme jetzt erstmal hier noch ein Kraut. Kamera weg. So, komm. Ich ignoriere das Vieh. Das ist mir jetzt echt nicht wert. So, nochmal ganz voll machen für die Gefahren, die jetzt hier noch im Weiteren auf uns lauern. Achso, hier gibt es erstmal Loot. Loot ist ja nie verkehrt. Plöppt jetzt hier irgendwas noch auf, oder? Ach, da geht's weiter lang. Ja, komm, sacken wir das hier mal ein. Augengitter der Führung. Ja, da kann ich irgendwelche lustigen Lichtquellen hier hinlegen, um den Weg zu markieren. Ja gut, okay, das könnte man natürlich hier machen, um sich den Weg wirklich zu markieren, damit man weiß, wo man lang muss, beziehungsweise wo man schon war. Ja gut, hier muss ich runter, dann habe ich wieder die Chance, links oder rechts zu gehen. Keine Ahnung. Links, rechts. Da hinten blinkt was. Gehen wir mal hier lang. Ich weiß nicht, ob das eine Fackel war. Nee, doch. Hä? Was ist das denn? Alter! Au! Das war ein explosives Ding, Moped, Scheiß, Kack, Dreckding. Mann! Ich dachte, das wäre Loot. Unglaublich. Ach, hier ist der Wurm jetzt anscheinend von hinten. Ich glaube, das war der, den wir bekämpft haben, der da in diesem Gang feststeckt. Und er ist das jetzt von hinten, wenn ich das richtig deute. Weil ich glaube, das ist jetzt nicht vorne, oder? Oder ist es vorne? Ich weiß es nicht. Und ja, er spuckt trotzdem. Ach, es ist mir egal, komm. Aber hier mache ich wenigstens Schaden. Das ist doch schon mal nicht ganz falsch. So, jetzt noch ein Hit. Aua. Ne, jetzt brauche ich erstmal wieder ein Gras. Oder noch eins. Ja, seht ihr es natürlich nicht genauso wenig wie ich, aber ich drücke die Taste. Ich verspreche es euch. So, jetzt muss ich dann auch ganz schnell mal bitte irgendwo hin und das Schild in die Hand und dann bitte umdrehen und blocken. So, geblockt. Ole. Ja, und der droppt wenigstens was. Nochmal ein Kraut hier rein. Dann haben wir die ganzen Sichelmondgras-Dinger auch bald weg. So, Rheinsteinklumpen. Gut, gut. Und hier vorne geht es dann, glaube ich, in den Lava-Bereich. Aber ich glaube, den lasse ich jetzt wirklich mal aus, weil da sind noch mehr von diesen Expo-Viechern. Und ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob es hier in diesem Lava-Bereich was gibt, was man looten sollte. Und die Lava macht natürlich auch noch Schaden. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß es, wie gesagt, nicht mehr, ob es in diesem Lava-Bereich echt irgendwas super Tolles gibt, was man mitnehmen sollte. Deswegen lasse ich das jetzt mal aus, weil außer Scheißviecher, Feuerschaden und einfach nur Nervkacke, weiß ich nicht, warum ich da jetzt hingehen sollte. Wie gesagt, ihr habt es gesehen, das ist so ein Außenbereich hier und der ist richtig unschön. Ich meine, die Viecher hier an sich sind schon richtig unschön, aber da ist es noch unschöner, weil da eben noch Lava ist. So, dann machen wir den nochmal. Die Lurche sind mir natürlich auch entwischt. Super. Naja, aber immerhin können wir hier noch irgendwas looten. Drachensteinscherbe. Und nochmal einen Ephemeren-Augenstein. Gut, dann haben wir den auch. Und so langsam mache ich mir echt Sorgen, ob ich hier jemals den Weg finde. Ich glaube ja fast nicht dran. Wo muss ich denn lang? Okay, mal, nee, da war ich, da war ich. Pff, kam ich hierher? Ich weiß es nicht. Da liegt noch Loot. Das hat von dem Wurm, habe ich den gerade nicht mitgenommen. Hab doch drauf gedrückt. Sonderbarer Feind. Welcher sonderbare Feind denn? Ich weiß es nicht. Hä? Ja, liebe Freunde, ich habe mich hier verlaufen. Lost in Demon's Souls. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Das, weiß ich nicht. Ist das hier der Anfang? Oder ist das das Ende? Bin gerade ein bisschen überfragt. Ach, mein guter Orientierungssinn. Ich glaube, das ist der Anfang. Da sind wir reingegangen, ne? Ja, das war der Anfang, das heißt, wir sind einmal im Kreis gelaufen. So, liebe Freunde, und jetzt erklärt mir doch mal bitte, wie bei Murphy's fucking Law ist es möglich, dass man, wenn man den Weg nicht kennt, immer im Kreis läuft, partout. Das ist bei mir immer so. Also, das ist sowas von Murphy's Gesetz, das geht überhaupt nicht. Das geht nicht klar. Immer laufe ich im Kreis. Aber mit echt zielstrebiger Sicherheit, ja, lande ich immer wieder am Anfang. Also, ich würde immer wieder nach Hause finden, wenn der Anfang mein Zuhause wäre. Keine Ahnung. Hä? Was war das denn? Noch eine Drachensteinscherbe. Ja gut, die nehmen wir auch noch mit. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, wenn ich so zielstrebig hier mal ein Ziel finden würde, würde ich stolz sein. Aber irgendwie gelingt mir das nicht so wirklich. So, da war ich.
Hier war ich doch auch schon. Ich war hier überall schon. Alter, das sieht hier alles gleich aus. Nee, hier war ich noch nicht. Hier leuchtet's grün. Hier leuchtet's grün. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Wege, die grün leuchten, sind immer richtig. Oder nicht? Oder doch? Ich weiß es nicht. Hier durch dieses lustige Skelett durch. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen, diesen Alienbau. Und, wo kommen wir raus? Wo kommen wir raus? Wo kommen wir raus? Ich weiß es nicht mehr. Doch, ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Und das müsste euch auch bekannt vorkommen, liebe Freunde. Denn da unten sind wir schon mal hingesprungen. Und da kamen die Raketenwürmer-Mopeds raus. Das heißt, von oben sind wir irgendwann gekommen und einfach runtergesprungen über den Shortcut. Und jetzt sind wir hier und können hier runterspringen. Und das ist der quasi reguläre Weg. Ja, so sieht's nämlich aus. Das ist wieder die verbuggte Echse. Und das ist der Ring, den ich auch vergessen habe zu looten, der Seuchenresistenz. Ja, den kann man natürlich mitnehmen. Ich brauche ihn nicht wirklich. Wie gesagt, einfach den Shortcut nutzen und da den, wie ich ihn benutzt habe, und einmal umdrehen und da liegt er dann. Das stand ja auch in den Kommentaren und ist völlig richtig. So, ich glaube, ich nutze jetzt einmal eine Nexus-Bindung, um mich zurück zum Nexus zu teleportieren, denn hier gibt es ja nichts mehr. Wobei ich überlege, andererseits, könnten wir das auch eigentlich, glaube ich, lassen, denn der Weg ist ja nicht mehr weit. Wir müssen ja nur hier runterspringen und links in den Gang und dann sind wir ja schon beim Flammenschleicher. Wir ignorieren jetzt hier auch mal die lustigen Raketenwürmer, Moped-Männer. Ja, komm, geh weg, lass mich mal durch. Danke. Dann sind wir ja direkt beim Keilstein und können die Nexus-Bindung aufsparen. Links? Nee, links ist falsch, wir müssen rechts. Rechts ist der Boss, genau. So, und ja, dann habt ihr jetzt einmal den kompletten Weg quasi gesehen, den langen Weg hier zum Flammenschleicher. Und wie gesagt, den Shortcut habt ihr auch gesehen. Und wir können tatsächlich im nächsten Level weitermachen und uns den nächsten Boss langsam widmen. Tja, freue ich mich schon drauf. Wobei, liebe Freunde, jetzt gibt es erstmal wieder ein, zwei, drei paar Tage Dark Souls im Agro-Mod. Und dann sehen wir uns hier auch bei Demon's Souls wieder. Ich sage wie immer an dieser Stelle, bis dahin.